War die Stimmung heute weniger schlimm, als man es ursprünglich vielleicht befürchtet hat unter den Mitgliedern? Also mittlerweile kenne ich ja die Rapid-Mitglieder schon sehr gut und das ist ja auch immer, wenn es sportlich nicht läuft, eine aufgeheizte Stimmung, aber es war okay, so wie man es sich erwarten konnte. Ich habe es nicht schlimmer erwartet. Jetzt ist mehrfach gefallen, dass man die Spieler ab sofort mehr in die Verantwortung nehmen soll. Wäre es da nicht vielleicht auch besser gewesen, sie so weit in die Verantwortung zu nehmen, dass sie sich heute auch eine Stellungnahme abgeben? Also aus meiner Sicht ist es schon besser, die Spieler konzentrieren sich auf Fußballspielen und auf Trainieren als auf die Auftritte vor der Hauptversammlung. Sie waren da, haben das gehört und aus meiner Sicht, wenn wir jetzt, wie viele Spiele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 2 Wochen, ne? Ja. Glaube ich, ist es okay, wenn sie sich aufs Fußballspielen konzentrieren. Abschließende Frage noch, Sie treten nicht mehr an. Gibt es eigentlich Wünsche Ihrerseits, nämlich mit konkreten Namen, wo Sie sich vorstellen könnten, der wäre ein geeigneter Nachfolger, zumindest Ihrer Meinung nach? Nein, gibt es keine Wünsche, keine Namen, ganz sicher nicht zum derzeitigen Zeitpunkt. Ich habe mich jetzt ausschließlich damit beschäftigt, was wir im nächsten Jahr machen, was wir da heute präsentieren und habe mich mit meiner Familie in dieser Woche beraten, wie meine Zukunft nach 2019 ausschaut und die Gedanken an mögliche Nachfolger haben da noch keinen Platz gehabt. Also auch keine Meinung zu einem potenziellen Hans-Peter Doskozil oder sowas? Nein, werden Sie jetzt von mir nichts hören.